Hyogoro scheint für den einen oder anderen nur ein alter Knacker zu sein, doch dieser hat während des Wano Kuni Arcs Ruffy trainiert im Ryohaki und jetzt auf einmal scheint er nicht so viel Spotlight zu bekommen. Das stört viele, viele haben ihn damals mit Rayleigh verglichen, doch ich sage euch eines, Freunde, Oda nutzt diesen Charakter perfekt. Dieser Charakter teast nämlich im Vorhinein schon mal an, was am Ende des Onigashima-Krieges passieren wird. Wir haben nämlich schon am Anfang von ihm gehört, Ruffy sieht im Gear 4 so aus wie ein Gott und zufälligerweise haben wir jetzt hier die Thematik mit Sonnengott Nika geöffnet bekommen durch das Erwachen seiner Teufelsfrucht. Er sagte mit Kawamatsu gemeinsam, dass Zoro so aussieht wie Ushimaru und Schwertgott Ryuma. Jetzt auf einmal haben wir Zoro, der quasi im Sterben liegt, genauso wie es auch Ruffy vorher tat, und jetzt werden wir natürlich in der Hinsicht auch etwas erwarten können von Oda. Doch eine Sache ist mir ziemlich krass im Kopf geblieben. Opa Hio sagte damals, dass es so aussieht, als würden wir gewinnen, wenn die Strohhüte beisammen sind. Doch in Wahrheit kann es doch gar nicht so einfach sein. Er teasert quasi das Ende des Onigashima-Krieges an, dass da irgendwas passieren wird. Wir erwarten ja alle am Ende des Akt 3, dass da irgendeine Tragödie uns erwartet und dann wir weiter zu Akt 4 gehen. Doch eventuell könnte diese Tragödie am Ende des Onigashima-Krieges stattfinden, vielleicht sogar in Akt 5, und wir sind dafür noch nicht vorbereitet. Es scheint so, als würden die Strohhüte das Ganze sehr gut hinbekommen. Ich sage euch eines, Freunde, es hat einen Grund, warum die CP0 gerade mit ihren Schiffen am Meer sind, vor zu Nisha, und die Gorosei bereiten sich da auch gerade auf was Großes vor, denn ganz so einfach kann man da nicht so hinsehen, wenn da die größte Gefahr vor ihren Augen erwacht. Im Kampf zwischen Huesu und Jinbei erfuhren wir, dass Sonnengott Nika Joyboy darstellen soll, denn wir haben hier die große Parallele, dass Huesu zu Jinbei meinte, ey, dein Volk muss doch wissen, wer Sonnengott Nika ist. Denn in der Insel haben wir ja gesehen gehabt, dass dort ein Pornoglyph ist mit der Entschuldigung von Joyboy, und wer sonst sollte es denn gewesen sein als Sonnengott Nika? Natürlich sind das beides dieselben Personen. Sonnengott Nika ist gleich Joyboy und Joyboy will das Gegenteil von der Weltregierung. Joyboy will, dass alle Rassen frei sind. Das ist halt sein Ziel und davor hat die Weltregierung Angst. Deshalb muss man schnell reagieren, sodass sogar Im-sama nun in Aktion treten muss. In der Jump Festa im Jahr 2019 hat Eiichiro Oda uns wieder interessante Informationen gegeben. Er meinte, dass mit Sabo, Vivi und Boa Hancock etwas passieren wird. Seither warten wir darauf, was er genau damit gemeint hat. Es ist quasi kritisch um sie. Wir haben Boa Hancock, die zum einen natürlich jetzt gejagt wird, da das System der 7 Samurai der Meere aufgelöst wurde. Wir haben Vivi, die in der Reverie anwesend war. Ebenfalls Sabo, der dort eine Invasion plante und auch Bartholomew's Bär retten wollte. Oda hat den Reverie-Arc dafür genutzt, um uns einige Informationen zu geben. Zudem war das auch eine kleine Überleitung zum Wano Kuni-Arc und auch zum Ende des Wano Kuni-Arcs, denn die Marine hat mitbekommen, dass sich die zwei Kaiser Big Mom und Kaido treffen, und das ist natürlich ziemlich gefährlich. Big Mom und Kaido haben zugelassen, dass ihre Kanäle abgehört werden, also sie können sich natürlich vorm Abhören schützen, aber ihnen war es egal. Sie haben es zugelassen, die Marine wusste also, sie werden sich treffen. Das war eine indirekte Einladung dafür, dass die Marine dorthin kommt, um sie aufzuhalten oder halt gefangen zu nehmen. Wegen Akai Inu, dem neuen Großadmiral, kam es dazu, dass sich die Marine von diesem Ereignis ferngehalten hat, weil sie nicht wussten, wie stark denn die Streitmacht in Wano Kuni ist. Aus diesem Grund hat das Ganze sich abgewälzt auf die Weltregierung. Die Weltregierung hat sich für dieses Ereignis vorbereitet. Wir haben schon im Vorhinein in Wano Kuni gesehen gehabt, dass die CP-Not anwesend ist. Nun ist quasi eine ganze Schar von CP-Agenten in Onigashima, oder besser gesagt unterhalb von Onigashima, versammelt und wollen hier natürlich alles Mögliche tun, um die nötigen Charaktere gefangen zu nehmen oder umzubringen. Eigentlich eine gute Idee, möge man meinen. Wir haben hier die CP-Agenten, die eh so wie Marionetten ausgenutzt werden können. Sie interessiert es nicht, ob Ruffy gut oder böse ist. Sie tun das Ganze für die Tenryubito. Die Tenryubito sind die Erschaffer der Welt und die Götter. Und es ist egal, was die Götter wollen, sie bekommen es. Das hat ja auch Rob Lucky damals in der Reverie gesagt zu Sai und Leo. Doch sie haben nicht damit gerechnet, dass Tsunisha dort auftaucht und sie quasi in die Enge treibt. Wenn jetzt Tsunisha mit seinem Rüssel loslegt und sie versucht zu vernichten, dann ist die Schar innerhalb von einigen Minuten komplett erledigt. Denk doch mal daran, was mit Jacks Flotte damals passiert ist, als Momonosuke gesagt hat, greif sie an.
Obwohl die Weltregierung gerade in dieser Situation steckt, sind die Gorosei echt gelassen. Sie diskutieren über alles Mögliche, über Ruffys Teufelsfrucht und tun nichts. Oder haben sie schon was getan? Haben sie die nötige Vorbereitung getroffen, um diesen Arc quasi vorzubeugen oder die Geschichte hinter dem Onigashima-Krieg zu löschen? Ist es sehr gut denkbar. Sie haben ja nicht umsonst mit Imusama darüber geredet, ein Licht auszulöschen. Dieser Arc wird oft mal mit dem God Valley Arc verglichen. Damals hat Roger sich mit Garp zusammengetan, um die Rocks Piratenbande komplett zu besiegen. Damals wurde dadurch auch God Valley ausgelöscht und von allen Karten gestrichen. Wird dasselbe jetzt auch mit Onigashima passieren? Wie ist das damals möglich gewesen? Darauf werden wir jetzt eingehen. Oda hat uns einige Hinweise dafür hinterlassen und diese werde ich jetzt zusammentragen. Wir haben erst vor kurzem erfahren, dass hinter der antiken Waffe Poseidon ein Reinkarnationszyklus steckt. Diese Waffe wird also immer wieder geboren, was die Wahrscheinlichkeit sehr hoch wirken lässt, dass diese Thematik auch bei den anderen antiken Waffen aufgerollt wird und wir erfahren, dass jede antike Waffe immer wieder geboren wird, zu dem Zeitpunkt, wo auch Joy Boy wieder erscheint. Die Thematik, dass Pluton ein Kriegsschiff ist, wird immer unrealistischer, denn wenn es ein Kriegsschiff wäre, könnte man es ja die ganze Zeit nachbauen, deshalb könnte ist dann auch quasi 30, 40 Plutons geben. Da das Ganze sehr unrealistisch klingt, ist wohl Pluton eine Art Kraft, die etwas anderes bewirkt. Wir haben das Geheimnis rund um den Florian Triangle, wo damals die Thriller Bug versteckt war. Moria wollte sich dort eine Armee aufbauen, um irgendwann gegen Kaido zu kämpfen. Wir haben hier quasi so viele Parallelen zwischen dem Thriller Bug Arc und dem Wano Kuni Arc, dass man das Ganze in einem Video verpacken könnte, um das Ganze aufzuzählen. Doch wir beschäftigen uns mit den Ungeheuern im Florian Triangle. Von vielen werden sie Umibusu genannt und die Legende besagt, dass wenn du in den Florian Triangle reinsegelst, dass du da nicht so einfach rauskommst. Denn die Umibusus können quasi das Wetter beeinflussen, Stürme erzeugen und natürlich das Wasser sehr unsicher machen für jedes Schiff. Die Thousand Sunny ist da fast gar nicht mehr rausgekommen. Die Umibusus haben hier gewiss versucht, das Schiff dabei aufzuhalten, aus dem Dreieck zu entkommen. Innerhalb des Florian Triangles ist es dunkel und neblig, wodurch man gar nichts erkennen kann. Es könnte sogar sein, dass dort einfach mal eine Insel versteckt ist, wie God Valley, wodurch man sie auf gar keiner Karte mehr finden kann. Die Morgendämmerung ist ein Symbol für die Rückkehr von Joy Boy. Die Weltregierung will natürlich die komplette Finsternis und es wäre doch okay, wenn hier die Weltregierung mit Hilfe der Umibusus die Morgendämmerung verhindert. Imusama hat sich während der Reverie die Fähigkeit zunutze gemacht, jemanden zu zwingen, bei seinem Plan mitzumachen. Die Rede ist hier von Nefertari Vivi. Diese ist nämlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die antike Waffe Pluton. Wir haben den Alabaster-Arc immer noch im Kopf. Damals war Crocodile auf dieser Insel, hat nach Pluton gesucht und es nicht gefunden. Er wusste aber, Pluton ist zu 100% auf dieser Insel, doch es war kein Schiff zu finden. Es ist kein Schiff zu finden, weil die antike Waffe halt Vivi ist. Genauso wie auch in der Fischmenscheninsel Poseidon nirgendwo zu finden war, weil es war halt Shirahoshi, doch nicht jeder wusste es. Damals in der Reverie im Schloss Pangea im Blumensaal sahen wir Imusama, welcher die Steckbriefe von Ruffy und Blackbeard am Boden hatte. Diese waren zerstückelt und zudem sahen wir ein Bild von Shirahoshi, welches durchstochen war. Wir dachten uns, okay, das ergibt Sinn. Ruffy ist halt jetzt der Sonnengott, das wurde revealed. Blackbeard ist eventuell der Mondgott, das wäre halt eine ähnliche Parallele zu Ruffy und seiner Teufelsfrucht. Eventuell sehen wir dasselbe auch bei Blackbeard. Zudem sehen sich die Teufelsfrüchte eh schon ähnlich, was vielen am Anfang aufgefallen ist. Es wäre halt sehr gut denkbar, wir haben auch ein Bild von Blackbeard, welcher hoch auf den Mond schaut und dabei weint. Damals war er ein Kind. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass Zoro der Mondgott ist, wie ich in meiner letzten Theorie erläutert habe. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Blackbeard der Mondgott ist, dann ergibt das Ganze natürlich Sinn, warum auch sein Steckbrief da zu sehen war. Shirahoshi ist nun mal die antike Waffe Poseidon. Das sollte sogar Imusama jetzt gemerkt haben und dass sie ihr Bild durchstochen hat, ergibt deshalb auch sehr viel Sinn. Doch als wir dann sahen, dass Imusama den leeren Thron hochlief und dabei Vivis Bild in der Hand hielt, dachten wir uns, was hat Vivi in dieser Konstellation zu suchen?
Wir erfahren von Garp, welcher Neptun und Shirahoshi zurück zur Fischmenscheninsel brachte, dass irgendwas in der Reverie vorgefallen ist, was mit Alabasta zu tun hat. Und ich denke, es ist gar nicht mal so schwer herauszufinden, was genau passiert ist. Und zwar wollte ja schon der König von Alabasta herausfinden, was es mit dem verlorenen Jahrhundert auf sich hat. Aus diesem Grund wollte er mit den Gorosei reden und die Gorosei haben sich quasi schon mal darauf vorbereitet. Sie haben gesagt, die Nefertari-Familie ist die einzige, die damals nicht mit nach Mary Joa gekommen ist. Sie wollten nicht mit und deshalb sind sie Verräter. Sie haben sich vorbereitet, hier etwas Alabasta anzutun und ich denke, dass sie König Cobra als Druckmittel benutzt haben, damit Vivi mit ihnen zusammenarbeitet. Also Imusama benutzt gerade König Cobra als Geisel, damit Vivi für ihn arbeitet. Wenn Imusama über die Kräfte verfügt, die Umibosus zu steuern, wird er definitiv nicht davor zurückschrecken, diese jetzt einzusetzen, jetzt nachdem Joyboy zurückgekehrt ist. Ich denke, es wird etwas auf uns zukommen, worauf wir nicht gefasst sind, Freunde. Die Umibosus werden hier das Ganze stürmen. Jetzt hätten wir auch potenzielle Gegner für Tsunisha, die auch eine Chance haben, denn wer sonst sollte jetzt Tsunisha aufhalten? Tsunisha hätte hier das Ganze alleine gecarried gegen die CP-Agenten. Leute, schreibt doch mal ihr eure Meinung in die Kommentare. Denkt ihr, die ganze Thematik mit den Umibosus ist dafür zu verschulden, dass halt eventuell die antike Waffe Pluton sie steuern kann? Oder denkt ihr, das ist die Teufelsfrucht von Imusama? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ansonsten schaut gerne bei unserem Podcast-Kanal vorbei und abonniert diesen Kanal und lasst ein Asura da bei dem Like-Button. Ich will den gar nicht mehr sehen, also spammt ihn voll. Und bis zum nächsten Mal auf Kozuki One Piece.